Krones hat Hauptversammlung abgehalten. Krones, Weltmarktführer bei Verpackungsmaschinen. Ein Unternehmen ansässig in Neutraubling bei Regensburg, also weit ab von den Metropolen in der Provinz, wenn man so möchte, gehört wie so viele Unternehmen in Deutschland, mittelständisch geprägte Konzerne, zu den Hidden Champions, die Deutschland stark machen. Weil Deutschland so auf vielen Beinen die wirtschaftliche Basis verteilt hat. Und das merkt man natürlich auch in Krisen. Die einen sind stärker betroffen, die anderen deutlich weniger. Alles in allem wirkt es stabilisierend. Krones hat die Krise getroffen. Bereits 2019 war ein schwieriges Jahr für die gesamte Industrie. Wir erinnern uns, damals war Trump noch in Amerika Präsident und da hat es zwischen Amerika und China immer wieder gekracht. Die gegenseitigen Drohungen wurden eskaliert, wurden immer mehr hochgefahren. Zölle wurden eingeführt und immer wieder mal erhöht und das hat die gesamte Industrie getroffen. So auch Krones. Und bei Krones kam noch ein Sonderfall hinzu, die Debatte um die PET-Flaschen, um diese Kunststoffflaschen. Die wurden immer mehr hinterfragt aus ökologischen Argumenten. Und das hat Kunden verunsichert. Sollen sie noch investieren in PET-Abfüllanlagen oder gehört die Zukunft anderen Getränkebehältnissen? Krones stellt alles her. Glasflaschen, eben diese PET-Flaschen, Dosen. Aber diese Verunsicherung hat schon 2019 zu zögerndem Bestellverhalten geführt. Und so wurde schon restrukturiert, wurden Arbeitsplätze abgebaut. Und dann sollte 2020 das Jahr des Wachstums werden, des Durchstartens. Und dann kam Corona und die Welt war eine vollkommen andere. Zusätzliche Verunsicherung bei den Kunden, zusätzliche Zurückhaltung bei den Bestellungen. Und jetzt reagierte Krones nochmals relativ schnell. Kapazitätsanpassungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Personal wurde weiter abgebaut. Zunächst mal 600 Stellen, dann eben 400 Stellen und jetzt nochmal 350 Stellen. Und bei der Hauptversammlung merkte man, dass dem Aufsichtsratschef Volker Kronseder auch an, dass ihm das wehtat, weil er aus der Region stammt, weil er mit diesem Unternehmen in der Region schon über so viele Jahrzehnte verankert ist. Er hat ja das Unternehmen vom Vater übernommen, ist jetzt Aufsichtsratschef. Und da ist eine besondere Verbindung auch zu den Mitarbeitern. Dennoch, schnelle Reaktion, um das Unternehmen sicher durch die Krise zu fahren. Und Krones hat es auch geschafft, ohne Aufnahme von staatlichen Fördermitteln. Auch das sollte erwähnt werden. Also, der Konzern ist finanziell stabil ausgestattet. Aber die Umsätze sind 2020 zurückgegangen. Um etwa 16%. Die Auftragseingänge sogar um etwa 19%. Die operative Marge ist auf 4% eingebrochen. Stabilisierend haben sich Serviceumsätze ausgewirkt. Das war positiv, dennoch alles in allem schon ein deutlicher Rückgang. Und deshalb auch diese schnellen Reorganisationsmaßnahmen. Das Konzernergebnis brach ins Negative ein. Ein Konzernverlust von knapp 80 Millionen Euro. Das gab es bei Krones schon lange nicht mehr. Genauer gesagt, seit der Finanzkrise nicht mehr. Und auch deshalb diese schnellen Reaktionen. Natürlich war auch ein Teil davon Abschreibungen, die also nicht Zahlungsmittel wirksam waren, auf Firmenwerte beispielsweise. Dennoch, der Zahlungsmittelzufluss, der Cashflow, ist bei Krones traditionell auch in Krisen relativ stark. Und das ist das Positive. Der Cashflow und der Zahlungsmittelbestand ist sogar deutlich gestiegen. Warum? Working Capital war ein Grund. Das Working Capital ist ja die Summe aus Forderungen, aus Lieferungen und Leistungen plus Vorräten minus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Und weil die Umsätze
Bestelleingänge gesunken sind, sind auch die Forderungen gesunken und das hat das Working Capital stabilisiert und den Cashflow nach oben gebracht. Hinzu kam noch eines, Krone setzte wie so manch anderes Unternehmen auch ein relativ neues Finanzinstrument ein, das in der Krise so richtig modern wurde. Es nennt sich Supply Chain Finance, Lieferkettenfinanzierung. Was ist damit gemeint? Es ist im Prinzip das Entgegengesetzte zum Factoring. Beim Factoring verkauft ja das Unternehmen, das Forderungen hat, diese Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft, bekommt dafür das Geld sehr schnell ausbezahlt, aber mit einem Abschlag. Und bei diesem Supply Chain Finance läuft es andersherum. Da liefert der Lieferant die Maschine an, in diesem Fall den Kunden Krones, schickt die Rechnung, Krones prüft die Rechnung und wenn sie in Ordnung ist, wird die Rechnung freigegeben. Ab dann kann der Lieferant den Zahlungsvorgang auslösen, dass er das Geld bekommt. Und das bekommt er dann so schnell wie er möchte, aber mit einem Abschlag. Umso schneller er das Geld anfordert, umso höher der Abschlag. Zwischenfinanziert wird das System über einen Finanzdienstleister, eine Bank in der Regel, der also dann das Geld schnell an den Lieferanten bezahlt und Krones wiederum zahlt bei Fälligkeit der Rechnung den gesamten Betrag an dieses Finanzinstitut. Es soll insgesamt eine Win-Win-Situation für alle sein. Krones hat den Vorteil, dass es längere Zahlungsfristen vereinbaren kann. Das fordern seine Kunden, große Brauereien beispielsweise, die ein saisonal sehr stark schwankendes Geschäft haben, fordern das schon lange. Krones kann sie jetzt umsetzen, längere Zahlungsfristen gegenüber den eigenen Lieferanten, ohne dass die Lieferanten in der Krise in Schwierigkeiten kommen. Denn Krones ist ja wichtig, dass die Lieferketten halten, auch in so schwierigen Situationen. Der Lieferant hat den Vorteil, dass er sofort das Geld bekommt, wenn es auch mit einem Abschlag ist und die Bank behält sich den Abschlag ein. Der Vorteil ist eben, dass größere Unternehmen wie Krones einfacher mit Banken verhandeln können, höhere Kreditlinien bekommen, um solche Finanzierungen auf die Beine zu stellen, gegenüber kleineren Lieferanten, die aber für Krones systemrelevant sind. Also auch das ein Grund, warum bei Krones der Cashflow relativ stark war. Insgesamt ist Krones für die Zukunft dennoch wieder positiv. Es wird einige Jahre dauern, sagt Christoph Klenk, der Vorstandschef von Krones, bis wir Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Weil die Verunsicherung bei den Kunden immer noch da ist, weil es immer noch eine schwierige Situation ist bei den Brauereien. 2020 beispielsweise war das erste Jahr überhaupt, in dem der Getränkeabsatz von abgepackten Getränken negativ rückläufig war. Das gab es noch nie, da sieht man mal das Ausmaß. Grund waren natürlich die durch Lockdown ja, stillgelegte Gastronomie und Hotellerie beispielsweise. Und der Lebensmittelhandel hat diesen deutlichen Rückgang nicht ausgleichen können. Und diese starken Einbrüche bei den Brauereien beispielsweise haben dazu geführt, dass die Investitionen natürlich zurückgefahren wurden, auch was solche Abfüllanlagen betrifft. Aber mittelfristig bleibt Krones bei seinen Zielen. Spätestens 2023 sollen diese Mittelfristziele wieder erreicht werden, die da lauten organisches Wachstum zwischen 2-5%, operative Marge zwischen 9-12% und die Dividende soll schon in diesem Jahr, also im nächsten Jahr dann bei der Auszahlung wieder deutlich angehoben werden. Darauf sollen sich Aktionäre verlassen können. Auch das ist Krones wichtig, eine langfristig solide Dividendenpolitik. Also alles in allem schaut es wieder gut aus. Das erste Quartal macht Mut. Da sind die Auftragseingänge um 27% so richtig in die Höhe gesprungen. Das ist Vorkrisenniveau.
Dennoch sind die Umsätze im ersten Quartal um etwa 7% gesunken. Warum? Weil sich eben da das reduzierte Bestellverhalten der Kunden aus dem zweiten und dritten Quartal letzten Jahres ausgewirkt hat. Denn bei diesen Maschinenbauern, da ist ja ein relativ langer Abstand zwischen Bestelleingang, Produktion, Auslieferung und Installation und der Rechnungsstellung. Und das erste Quartal letzten Jahres als Vergleichsquartal war noch relativ stark vor Corona. Aber dieser hohe Bestelleingang, der eben vor Krisenniveau erreicht hat, wird sich dann im Lauf der Zeit jetzt im Lauf des Jahres positiv auswirken. Auch das macht Mut zur Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht. Insgesamt rechnet Krones damit, dass die nächsten Jahre bis 2025 sogar sehr, sehr starke Jahre werden, weil diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sich auswirken, weil insgesamt die weltweite Wirtschaft wieder deutlich anspringen wird und weil bei den Kunden zum Teil enormer Nachholbedarf ist. Und darauf stellt sich Krones eben auch ein, die Investitionen sollen weiterhin stark sein, vor allen Dingen in den Märkten der Zukunft. Und da hat Krones eben zum einen Afrika als ganz starker Zukunftsmarkt ausgemacht, in dem vor allen Dingen Investitionen in Personal, also Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stark erhöht wird, ein Schwerpunkt sein wird. Und zum anderen Asien als die Region, die weiterhin den Ton angeben wird. Und dann baut Krones bei diesen PET-Anlagen auf Kunststoffrecycling. Denn das hat sich gezeigt, der Absatz dieser PET-Anlagen, der ist weiterhin relativ stark. Der ist übrigens eingebrochen oder zurückgegangen 2019 von ursprünglich etwa 60-70% auf dann 40% und hat sich aber jetzt im letzten Jahr wieder stabilisiert auf etwa 50% vom Gesamtumsatz. Und das soll auch die nächsten Jahre so bleiben. Lösung für diese Umweltproblematik soll eben Kunststoffrecycling sein. Bottle-to-Bottle ist das Stichwort beispielsweise. Und darauf setzt Krones und das bietet Krones an. Das soll auch ein zukünftig starker Wachstumsmarkt sein, dieses Recyclinggeschäft, mit dem es den Kunden letztlich auch helfen möchte. Also alles in allem positiv. Mal schauen, wie dieses Jahr verläuft und mal schauen, wie es längerfristig bei Krones aussieht. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, sind Sie bei so Hidden Champions investiert? Sind Sie vielleicht sogar bei Krones investiert? Was halten Sie von diesem Unternehmen? Wie sehen Sie die Zukunft? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, mich freut es besonders, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, wenn Sie mir einen Like hinterlassen, wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Ich melde mich die nächsten Tage schon wieder. Die Hauptversammlungssaison ist richtig in Fahrt und da geht Schlag auf Schlag. Bis zum nächsten Mal.